Beim Philosophieren auf einem Waldspaziergang wird man plötzlich aus seinen Gedanken rausgerissen. Steine liegen mitten auf dem Weg. Und die Frage stellt sich, warum sind die Steine auf dem lauschigen Weg nicht weggeräumt worden? Mitten in der Natur stoßen wir auf Hindernisse. Steine, naturbelassen. Steine mit geschliffenen Partien. Steine mit Rippen und Kerben. Steine mit Durchbrüchen. Ja, beim präzisen und genauen Hinschauen vermutet man, da ist doch tatsächlich ein Künstler am Werk gewesen. Der Bildhauer Theodor Hauser nennt seine Stolpersteine 10 gute Vorsätze. Und er präzisiert, so führt der Weg zur Kunst und über die Natur und der Weg zur Natur über die Kunst. Und daran soll man gar nicht so leicht vorbeikommen.